Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Baustein-Review aus meiner Reihe Let's Build. Und ich habe ein wenig was mitgebracht. Und da ich nicht nur auf einen Adventskalender abfahre, habe ich gleich alle fünf mitgebracht. Aus dem Hause Lego. Ne? Die Nummern rassel ich euch nicht runter. Ich verlinke sie euch unten. Und zwar von einer mir persönlich sehr angenehmen Bezugsquelle. Nämlich in Castrop-Rauxel habe ich einen wunderschönen kleinen familiär geführten Lego-Laden entdeckt, wo auch eine entsprechende Webseite mit Bricklink-Anschluss etc. pp. Besteht. Deswegen kann ich es euch nur warm ans Herz legen. Ich habe das entsprechend dort auch alles gekauft. War total cool. Kleine Einstiegsgeschichte zur Amüsierung. Ich bin da rein und habe gesagt, Hallöchen, wie geht's? Und er sagte, ja, mir geht's gut. Und selber, ich sage, hervorragend, ich brauche Adventskalender. Und er sagt, ja, welchen denn? Ich sage, alle. Und das Gesicht, was er gemacht hat, ja, er hatte so einen fragenden Blick drauf. Entweder, ob ich das ernst meine oder ob er vielleicht einen Krankenwagen rufen muss. Nein, also es ist halb so wild. Also wir gehen alle fünf Adventskalender, besprechen wir einmal zusammen. Ich verlinke euch unten mal die einzelnen Kapitel, also diese Timestamps, damit ihr, wenn euch der eine nicht interessiert, gucken wir uns den anderen an. Wir haben... Ich gehe es mal ganz grob durch. Wir machen es nachher im Detail. Wir haben einen von Star Wars, wir haben einen von Lego City, wir haben einen von Harry Potter, von der Friends-Reihe und Marvel mit Referenz auf Guardians of the Galaxy. Genauso. Und die drei Franchises, sprich die lizenzierten Franchises wie Marvel, Harry Potter und Star Wars, die liegen bei UVP bei 34,99, also 35 Euro. Und die anderen beiden hauseigenen Marken City und Friends liegen bei 10 Euro weniger, 24,99, 25 Euro. Ich habe sie rabattiert natürlich bekommen. Und ja, ich sage mal so viel dazu. Die Weihnachtszeit ist ja eine Freude. Und die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit, wo es um Schenken geht, beschenkt werden, um Familienzusammenkünfte, um dass man sich gegenseitig freut und Freuden bereitet und offensichtlich gemäß der Lego-Philosophie wohl den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und damit ist schon mal das Niveau für dieses Video gesetzt. Ich bin tatsächlich sehr schockiert, aber ich habe ein paar positive Erlebnisse und die teile ich mit euch dann auch. Ja? Wir machen es einfach, ich habe das hier einfach mal alles auf den Tisch irgendwie geknallt. Wir fangen einfach mal mit, wollen wir mit was Positivem anfangen? Komm, wir fangen mit was Positivem an, wo ich sage, da habe ich persönlich richtig Spaß dran gehabt. Wir haben in Summe, das habe ich live hier auf YouTube gebaut, in einem Stream, bisschen mehr als 4 Stunden haben wir gebraucht. Für alle 5 Adventskalender. Ne? Manchmal nicht ganz so einfach. Auch mit Anleitung nicht. Ich habe mir online dann die Anleitung angeguckt dazu, weil ich möchte die Kartons nicht alle aufreißen. Die Kartons sind so gestaltet, ihr habt hinter jedem Türchen dann quasi die kleine Bauanleitung angedruckt. Vollkommen okay. Möchte ich natürlich nicht machen. Ich möchte die weitervergeben. Ich habe ganz viele sehr dankbare und fröhliche Nichten und Neffen, da werde ich das entsprechend weiter verteilen. Und deswegen habe ich mir die Online-Anleitung angeguckt und manchmal dachte selbst ich mir, und ich baue ja nicht gerade wenig, dachte ich mir, oh, wie ist das denn hier zu verstehen? Deswegen, ich kann auch nicht zu jedem Thema wirklich 1000%ig wissen oder ich weiß nicht genau zu jedem Thema 1000%ig, was es ist, wofür es ist in dem Film oder in der jeweiligen Franchise-Richtung. Da habt bitte Verständnis dafür. Manche Sachen weiß ich einfach nicht. Ne? Da seid ihr wahrscheinlich cleverer als ich. Wenn ich eine Frage habe und ihr könnt es zufällig beantworten, schreibt es einfach in die Kommentare und dann weiß ich das nächste Mal Bescheid. Wir fangen am besten an, für das, was mir persönlich sehr viel Freude gemacht hat, wir fangen mit Harry Potter an tatsächlich. Harry Potter war für mich tatsächlich somit eines der Highlights in diesen Adventskalendern. Wir fangen damit an. Passt auf. Jetzt stellen wir das mal alles runter. Und allerdings, bevor wir damit starten, zeige ich euch mal referenzierend oder einfach mal exemplarisch, könnte ich auch sagen, anhand des Friends-Kartons, den habe ich nämlich etwas weiter geöffnet, wie das aussieht, der Karton, was ihr euch da erwartet. Also, ich zeige euch mal ganz kurz nur den Karton und das Schöne ist, ihr könnt ihn hier aufklappen. Da ist oben dann ein Siegel dran, das könnt ihr aufklappen und dann hat man hier sozusagen ja, wie so eine,
Ja, ich nenne es wie so eine Krippe, ne? Man kann sich das dann schön hinstellen. Das heißt, man hat den Adventskalender, hat hier eine schöne Szenerie, das habt ihr in jedem dieser entsprechenden Kalender und könnt dann, wenn das Kind oder ne, das entsprechend aufmacht, kann man das Ding bauen und dann kann man es hier so schön arrangieren. In so einer schönen Landschaft. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil seien wir ehrlich, nach der Weihnachtszeit wandern die ganzen Teile, die Sets, wandern in die große Lego-Kiste, in die große Bausteinkiste, hoffe ich doch, nicht rein in Lego, Bausteinkiste. Und dann fliegt das Pappding sowieso weg. Ne? Die wenigsten heben sich das auf, weil nächstes Jahr gibt es einen neuen Kalender. Ne? Das finde ich ganz cool, dass man das da sieht. Das sind übrigens meine ersten. Hm? Und dann fertig. Ich bin so vorgegangen, ich habe die hier nur an der Seite geöffnet. Hier ist auch ein Siegel. Dann habe ich mir diesen Schuber rausgezogen und dann entsprechend die einzelnen Schritte gebastelt und begutachtet. Ja, das heißt, ich darf dann anschließend, wenn dieses Video fertig ist und ich es für gut befunden habe, werde ich das alles wieder zerlegen dürfen nach den entsprechenden Tagen und knall's wieder in die, ich mache es in den Druckverschlussbeutel, so wie hier, tue ich es wieder rein und dann wird das wieder dort weggetan. So, gucken wir. Harry Potter. Ganz einfach und es ist leider, muss man sagen, sehr, sehr dünner Karton. Sehr, sehr dünner Karton. Echt schade. Ich weiß jetzt leider auch gar nicht, wie viele Teile da jeweils drin sind. Ich sag mal, ich finde, die reine Teileanzahl ist auch nicht immer unbedingt so entscheidend. Wichtig ist, wie viel Freude ich dabei habe, wenn ich es aufmache. Wir sind in der Weihnachtszeit. Wir sind in der Adventszeit. Wir haben 24 Tage, traditionsgemäß, vom 1. Dezember bis Heiligabend, wo wir ja ein wenig Freude mit diesen Adventskalendern haben wollen. Dieses Set, das ist unterschiedlich freigegeben. Ne? Dies ist jetzt exemplarisch für 7 plus freigegeben. Und ja, ein 7-jähriges oder ein 6-jähriges Kind möchte natürlich jeden Tag morgens diesen Kalender aufmachen. Ich weiß noch aus meiner Kindheit, da ist es so, ich bin jeden Morgen voller Elan aufgestanden, nur um dieses nächste Türchen aufzumachen. Es hat mich einfach, es war so, so ein Jäger- und Sammler-Mentalität, die da kam, von wegen, ah, was ist heute drin? Yeah! Ne? Und deswegen. Ne? Wir haben also hier diese Kartonage, sehr dünn. Auf der anderen Seite, es ist auch nichts, es ist einfach nur ein paar Fotos drauf. Das ist jetzt nichts wirklich Spektakuläres, ne? Da ist klar natürlich mit Effekten hier gearbeitet worden, hier mit den Sternschnuppen etc. pp. Vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. Es sieht nett aus, keine Frage, aber sprechen wir nicht drüber. Ne? Wohlgemerkt, 35 Euro. Habt ihr's? Gut. Ne? Also da ist dann grob erklärt, was man damit tun kann. Ne? Man klappt ihn auf und kann dann da die Sachen halt hinstellen hier. Ne? So. Was ich ein bisschen blöd finde, aber das ist so generell so ein Thema bei mir. Ich mag es nicht, wenn man Sachen nicht auf Noppen adaptieren kann. Ich habe hier irgendwo, Moment, wo ist die Ersatzteile? Da, von Harry Potter. Ich mache mal Folgendes, ich drehe mal das hier weg. Ich stelle das mal eben runter. Wir haben es ja gesehen. Wir gucken es uns gleich ja sowieso nochmal an. Ich stelle es mal ganz entspannt hier auf Seite. So, da sind nämlich alle anderen. Die sind einfach alles irgendwie so durcheinander genoppt. Das kommt alles weg. Harry Potter. Ich lasse es mal hier so stehen. Ne? Und ich mag es nicht, wenn man Sachen nicht noppen kann. Wenn ich sie nicht auf eine Noppe adaptieren kann, dann taugt für mich dieses Zeug nicht. Es fliegt nur durch die Gegend. Ne? Mit Barfuß tritt man dann drauf, weil es durch die Gegend geflogen ist. Mag ich nicht. Es muss adaptierbar sein. Punkt. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Ist einfach so. Wir haben ein paar Ersatzteile. Ah ja, Moment, eins ist kein Ersatzteil. Das ist das hier. Das ist tatsächlich ein Türchen. Der Rest, das sind so Ersatzteile. Das sind so Zauberstäbe, kleine Käseecken, irgend so ein Zeugs, was überall rumgeflogen ist. Natürlich alles, was einmal eins ist, ist irgendwie nochmal hier drin. Ne? Egal, weg. So, fangen wir gleich mit dem hier an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit Harry Potter zu tun hat. Vieles davon habe ich davon tatsächlich erkannt. Harry Potter, muss man dazu sagen, als der erste Teil ins Kino kam, hatte ich gerade meinen Führerschein und habe dann nebenher noch in einem Kino gejobbt und habe mir dann auch die Filme natürlich auch entsprechend angesehen. Hat mir auch viel Spaß gemacht,
muss ich dazu sagen. Es ist leichte Unterhaltung. Also ich finde, Harry Potter ist leichte Unterhaltung, guckt man sich halt an und fertig. Ne? Das ist okay, ne? Das ist auch mal was, was man sich so sonntags nachmittags, wenn draußen gerade Regen ist oder so, ne? Dann geht man halt dahin und guckt sich das halt an. Ne? Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, vielleicht wisst ihr es. Es ist auf jeden Fall ein Kreisel, soll es sein. Ein Kreisel soll es sein. Der ist in irgendeinem Türchen hier drin, ich weiß jetzt nicht welches. Ne? Also er soll kreiseln, er kreiselt genau einmal. Er kreiselt einmal um die eigene Achse und dann war es das. Vielleicht habt ihr eine Idee, wofür der ist. Ob der irgendwas mit dem Film zu tun hat oder ob der einfach nur da drin ist, weil die gerade nicht mehr wussten, was sie noch reintun sollten. Würde mich interessieren. Gut, wir haben, lasst mich mal gucken, wir haben in dem Set haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, sagen wir 7,5. Sagen wir 7,5 Figuren drin. 7,5 Minifiguren. Wollen wir nochmal nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. 7,5 Minifiguren. Und die finde ich gar nicht mal so schlecht. Sie sind sehr rudimentär gehalten. Bin ich ehrlich, sie sind sehr rudimentär gehalten. Sie könnten etwas mehr Pep vertragen, tatsächlich. Aber ich bin, und teilweise sind sie, ihr habt sie schon tausendmal. Wenn ihr Harry Potter Fan von Lego seid, dann habt ihr tausendmal den Harry drin. Ihr habt tausendmal, was weiß ich, vielleicht einen Neville Longbottom drin. Ihr habt einen Voldemort, selbstverständlich. Ne? Ihr habt einen Severus, ne? Ganz klar. Das sind zwei, drei Sachen, die finde ich eigentlich ganz geil. Alles andere, vielleicht sind die Figuren theoretisch, also ich würde fast darauf wetten, ich habe es jetzt bei Bricklink nachgesehen, ich würde fast darauf wetten, ihr würdet nur durch die Figuren, würdet ihr entsprechend den Setwert tatsächlich wieder raus haben. Wenn ihr Set rabattiert bekommen habt, sage ich mal für, keine Ahnung, 26 Euro oder so, ich habe es glaube ich um den Dreh rum bekommen oder ich habe es für 29 Euro bekommen, irgendwie sowas. Und dann die Figuren gegenrechnet, dann solltet ihr den Setpreis quasi wieder raus haben. Bin ich fast davon überzeugt. Ich habe es nicht nachgesehen, ich gehe aber mal davon aus. Wir gucken mal an, was wir da drin haben. Pass mal auf. Also, es ist jetzt nicht nach Türchen oder sonst wie sortiert. Wir gehen einfach mal durch, was wir dort finden. Wir fangen hier bei dem grauen Ding mal an und da ist genau schon das Erste. Das ist etwas, das konnte ich nicht einsortieren, was es ist. Ich versuche es mal scharf zu kriegen hier. Also hat es immer ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Wisst ihr, was das sein soll? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es mir mal. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Also das war auf jeden Fall drin und das fand ich eigentlich sehr geil. Alles bis auf den Kreisel ist auf so eine 2x4 Plate gesetzt. Die sind dabei. Das finde ich eigentlich sehr cool. Da haben sie wirklich nicht gespart. Da haben sie einem tatsächlich mal diesen Sockel mit dabei gegeben, dass man die Figuren auch schön stellen kann, gerade auf dieser Pappe, wenn sie die versuchen zu stellen, die fallen dir doch um. Die normalen Figuren, wenn sie nicht genoppt sind, dann fallen die um. Dann brauchen sie schon einen soliden Fuß. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, mein Shirt. So, jetzt versuche ich mal irgendwas zu finden, womit ich euch das zeigen kann. Wir gehen es mal, ach komm, ich sag's euch einfach an. Ich versuche das mal scharf zu kriegen wieder. So, also nee, wir gehen jetzt mal von rechts nach links. Wir haben neben dem, was ich nicht erkannt habe, haben wir natürlich den Feuerkelch. Finde ich eigentlich sehr, und das muss ich sagen, ist generell sehr gut gelungen, dass man tatsächlich hier diese mit kleinen Andeutungen wirklich rauskriegt oder erkennt, was es sein soll. Ne? Wir haben den Feuerkelch aus natürlich Harry Potter und der Feuerkelch, ne? Der ja eigentlich nur ein Portschlüssel ist. Spoiler-Alarm, ne? Sorry, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, dann spult einfach vor. Ich erzähle einfach mal aus dem Nähkästchen, was ich dazu zu sagen habe. Der Feuerkelch, der eigentlich ein sogenannter Portschlüssel ist, das heißt, Harry und ich glaube der Diggory, die fassen gleichzeitig diesen Kelch an und werden dann zu Lord Voldemort teleportiert, der sich den Harry sozusagen vorknüpfen möchte. Daneben ist das sogenannte Denkarium. Ne, das Denkarium, so sehe ich es jedenfalls, dass es das ist, wo der Schulleiter von Hogwarts, der Albus Dumbledore, seine Gedanken, die er nicht mehr, oder seine Erinnerungen, die er nicht mehr im Kopf behalten möchte, die kann er dort quasi outsourcen. Die kann er abspeichern auf diesem externen Laufwerk, um einfach da jederzeit verfügbar zu haben. Dann kommt die Figur, die sehr unterschätzt wird in dem ganzen Franchise. Das ist Neville Longbottom. Ich habe ihn sofort erkannt anhand seines hässlichen
seines hässlichen Polunders oder was er da anhat, oder der Strickjacke, mit natürlich dem Schwert von Gryffindor, das immer dann erscheint oder demjenigen erscheint, der es am nötigsten braucht. Finde ich eigentlich ganz cool. Sie ist mir jetzt erstmal nicht geläufig. Ich weiß nicht, wer sie ist. Für Bellatrix ist sie mir zu nett, sieht sie mir dafür aus. Kann ich nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, wer es ist. Übrigens, wir haben auch die Rücken etwas bedruckt. Beine und Arme sind im Regelfall nicht bedruckt bei den Figuren. So, wir haben auch, da hat Lego sich nicht lumpen lassen. Wir haben natürlich auch gar nicht einen einzigen Aufkleber in den Adventskalendern. Wer hätte das gedacht? Ein Träumchen. So, ja. Ich weiß nicht, wer sie ist mit den violetten Haaren. Sieht auf jeden Fall, ich finde die Figur ist nicht schlecht. Ich finde sie ganz cool, so mit diesem Steampunk-Style, den sie da anhat und so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Mag ich. Gefällt mir. Dann gehen wir hier weiter. Wir haben den legendären, na, wenn er denn scharf geschaltet wird, da ist er, Sirius Black. Wer kennt ihn nicht? Und in der Hand hält er noch seine Nummer vom Azkaban. Seine Gefangenennummer. Ja, man sieht es hier so ein bisschen am Rand. Genau, ich will jetzt nicht zu weit wieder rausgehen, weil sonst wird er wieder unscharf wahrscheinlich. So, ja, finde ich sehr cool mit dem Bart, ne, den längeren Koteletten, den längeren Haaren. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann das, was wir hier sehen. Ich weiß jetzt, was das ist. Links neben Sirius Black. Ich habe mich gefragt, was das ist. Und jetzt weiß ich es. Jetzt sehe ich es aus der Perspektive. Das ist, so wie mir das aussieht, ist das Motorrad von Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Ja, wie er über die Dächer fegt. Wer damit über die Dächer fliegt. Jetzt sehe ich das erst. Heftig. Finde ich super. Krass. Daneben, selbstverständlich, der Fuchsbau. Ne? Krumm und schief, so wie er sein soll, der Fuchsbau. Schön klein angedeutet, man hat sofort erkannt. Und das finde ich cool. Man macht mit kleinen Steinchen, macht man so etwas. Und man sieht sofort, was es ist. Man sieht es sofort, es ist grandios. Dann, die Kammer des Schreckens, denke ich mal, ist es. Ne? Da kommt so der Basilisk so zum Vorschein, lalalala. Und dann, ne? Schnubbelt er da so rum. Dann, was das ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Da unten haben wir einen kleinen Print, da steht drauf Harry Potter. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das eventuell dieses Auswahldingen für das Trimagische Turnier? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Gringotts. Da oben ein schöner Drache drauf. Ne? Auch sehr cool. Also ich kenne nur ein Gebäude mit solchen weißen Säulen im Harry Potter Franchise. Das ist für mich Gringotts, die Zaubererbank, ne, die von diesen Kobolden da geführt wird. Die auch ziemlich knauserig sind, wenn es darum geht, irgendwelche Schließfächer aufzumachen. Und der Drache, ja gut. Ne? Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Dann kommt für mich die längste Figur tatsächlich, die absolut langweiligste Figur in diesem Set. Das ist natürlich Lord Voldemort. Er sieht sowas von uncool aus, sowas von langweilig, sowas von öde. Und nee. Einfach nein. Ja. Dann wieder ganz geil hier, total cool, ne? Fand ich, da habe ich richtig Spaß dran gehabt, an dem Hogwarts Express. Man sieht ein bisschen Bahnsteig, ne? Man hat da diese Durchgänge, man hat diesen mit kleinsten Studs und Roundbricks hat man hier dann den Hogwarts Express, die Lokomotive hat man entsprechend designt. Sehr cool. Dann war ich sehr positiv überrascht, dass sie die Figur mit reingenommen haben, die maulende Myrte. Wer kennt sie nicht? Die auf der Damentoilette dafür für ihr Unwesen sorgt und die Kammer des Schreckens wohl schon gesehen hat. Ja. So. Dann kommt natürlich Hedwig, die kleine Eule, ganz klar. Dann auch sehr geil, ich versuche es mal ein bisschen zu drehen. Das ist die peitschende Weide, wo das Auto von den Weasleys drin hängt. Auch sehr schön. Finde ich nett. Ist ein schönes Detail. Ne, das ist wieder so ein Moment, das baut man und denkt sich, ey, wie cool ist das denn? Ja, klar. Ne? Haben wir alle mal gesehen. Dann kommt natürlich der wichtigste Charakter in der ganzen Reihe. Das ist selbstverständlich Severus Snape. Ja?
Der ja entsprechend mit Zaubertränke angefangen hat und irgendwann scharf war auf Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, man kennt es. Ganz symbolisch, selbstverständlich. Ne? Nein, das ist nicht vom Olymp, von den Olympischen Spielen, dass sie irgendwie zwei Ringe vergessen hätten. Nein, das ist selbstverständlich vom Quidditch-Feld. Ja. Dann daneben, ich muss mal gerade umgreifen, Sekunde. Ich versuch's mal gerade. Ich versuche es. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich probiere es. So. Ja, ich versuche es mal gerade wieder zu fokussieren. Da ist er. Was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Es sieht aus wie irgendwie nur so eine Art Kaminsockel oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Sorry, ich weiß es einfach nicht. Da bin ich vielleicht auch nicht tief genug drin. Dann kommt auch was richtig Cooles. Ich versuche ihn mal ein bisschen schief zu stellen. Das ist der fahrende Ritter. Das ist dieser Bus, der die Streuner aufsammelt, die Zaubereistreuner. Und der sich ja dann zwischendurch, wenn er da durch London wuselt, ne, auf einmal so ganz schmal wird, weil er dann irgendwie durch so eine Gasse durch will. Ne? Richtig geil. Finde ich super. Ist richtig nett gemacht. Mit der kleinen Laterne dabei. Sieht super aus. Und dann dachte ich mir so, wer ist er denn? Und dann ist es, glaube ich, Horace Slughorn heißt er, glaube ich. Ne? Das ist doch dieser Professor, ne? Der doch dann sich doch versteckt hat vor den Todessern und sich doch als Sessel und was weiß ich nicht verkleidet und so, ne? Auch sehr cool. Ich dachte erst, hä, was ist das denn? Und dann kam es mir. Ah, ja, Logo. Kannte ich doch. Das sieht stumpf aus wie ein Kamin, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Sieht stumpf aus wie ein Kamin. Ne? Und daneben haben wir noch, und das finde ich auch ganz niedlich. Stell das mal näher an. Ich versuche es mal noch ein bisschen schärfer zu kriegen, so aus der Nähe. Das ist quasi die Szene aus Azkaban im Wald später, wo dann Harry seinen Patronuszauber beschwört, würde ich sagen. Also schätze ich jetzt mal so ein. Wo da die Dementoren sind. Der eine unten schwebt da auf diesem Trans-Clearstat und der andere oben am Baum festgemacht. Ne? Und dann fliegen die da so rum. Sehr schöne, also ich finde sehr schöne Momente aus dem Harry Potter-Franchise rausgezogen. Finde ich sehr schön. Und das war es dann hier an der Stelle auch. Ne? Das hat mir mit Abstand am meisten Freude gemacht, tatsächlich. Und ja, da waren wirklich schöne Momente bei. Das so, aber so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, in so einem Adventskalender. Ne? Dass man wirklich so einzelne Schlüsselobjekte hat, wo man gleich eine ganze Szene wieder mit verbindet. Das finde ich sensationell. Ne? Wo man dann wirklich so eine Szene mit verbindet und sofort wieder im Film ist. Das finde ich super. Ach, ich habe Harry unterschlagen. Sorry, ich habe Harry unterschlagen. Ja, Harry, der ist so oft in den Sets drin. Den braucht ihr wahrscheinlich nicht. Ich zeige ihn euch nochmal. Da steht er, klein und putzig, wie er so ist. Im Film wächst der Junge, im Lego natürlich nicht. Und ja, das war auf jeden Fall der Adventskalender. Oh, das Video wird lang heute. Das Video wird lang. Ich setze euch die Timestamps, ja? So, das ist das. Gehen wir das nächste an. So, dann tun wir es mal auf Seite. Wo stelle ich es denn hin? Oh, ich stelle es mal da hin. Solange es nicht runterfällt, bin ich ja dankbar. So, okay. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir das nächste Franchise. Nehmen wir die Guardians. Guardians of the Galaxy. Ich muss das mal eben runterstellen hier. So. Wo ist er? Guardians of the Galaxy aus dem Marvel-Franchise. Ja, auch hier ganz ein paar Szenen drin und so. Ne? Das ist wirklich ganz rudimentär. Passiert nicht wirklich viel. Hier auch nochmal. Unten sieht man dann schön so ein bisschen die Szenerie, die man sich da bauen kann. Ja, es ist ganz nett. Aber jetzt nicht wirklich weltbewegend. Und wir haben auch wirklich nichts Weltbewegendes da drin. Es ist vieles, was nicht genoppt ist, deswegen gucke ich mal, ob ich das hier alles zusammenrotten kann. Das ist hier der, das ist von City, das hier, okay. Das bekommt ihr. Die Plates, die großen Plates hier, das sind meine. Die bekommt ihr nicht. Mehr erhaltet ihr nicht. Es geht tatsächlich nur um die Figuren. Bleiben wir kurz, es geht um die Figuren, der Rest ist eigentlich, bis auf zwei, drei kleine, oh Moment, der gehört auch nicht hin. Zwei, drei kleine Ausnahmen, ist der Rest eigentlich Dreck.
Ich würde mal sagen, wenn ihr die Figuren rausnehmt, habt ihr einen Teilewert auf dem Tisch liegen von irgendwo zwischen 5 und 7 Euro, wenn überhaupt. Ihr bezahlt dafür 35. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun muss. Wir gucken es uns trotzdem an. Ich zeige euch mal die Highlights und den Rest machen wir kurz und knapp und sagen Schrott. Okay? Machen wir so. Also, fangen wir mit den Figuren an. Die Figuren sind eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen sind die Figuren auch, ich sag mal, ja, die haben ja halt einen Wiedererkennungswert, ne? Ganz klar. Fangen wir mal an hier. Wir haben hier vorne, ich komme leider nicht näher ran gerade, ich habe nicht lang genug die Arme, ich probiere es mal so. Da haben wir ihn doch. Da haben wir Groot, ne, mit einem Smartphone in der Hand. Eigentlich ganz cool. Ich finde ihn sehr cool. Ich finde ihn gut gelungen. Er hat auch bedruckte Beine, ne, ist auch nicht selbstverständlich. Passt für mich. Ja, ist Groot. Groot ist cool. Ganz einfach. Kurz und bündig. So, was haben wir hier? Wir haben hier den, Moment. Wir fangen rechts an. Wir haben Drax. In einem Ugly Sweater, selbstverständlich. Hat dann Baby-Groot drauf, ne, der in seinem Blumentöpfchen sitzt. Ne. Auch ganz nett. Er hat da Besteck in der Hand, weil er nur am Futtern ist. Ne. Man kennt ihn ja. Wir haben dann den Rocket daneben, den kleinen Waschbären, der total durchgeknallt ist. Dann kommt die coolste Socke bei den Guardians. Natürlich Peter Quill, selbstverständlich. Das ist der, der Star-Lord. Ganz klar. Er hat unten diese Raketenschuhe, die man da so angedeutet hat. Den unter dem von euch aus linken Fuß, den habe ich nur drunter gesetzt, damit ich ihn noppen kann. Der war als Ersatzteil dabei, den habe ich da drunter gesetzt, damit man ihn noppen kann. Das ist alles. Ne? Er hat auch entsprechend seine Koteletten natürlich hier und da. Und oh, die Friese sitzt ein bisschen schief, ist nicht schlimm. Er hat seine coole Lederjacke an. Er hat die Kanonen hier, diese zweiläufigen da. Ne? Auch sehr geil. Daneben haben wir Mantis. Sie finde ich auch sehr, sehr, sehr nett designt. Diese Hörner, die sind mit an den Haaren dran, an der Frisur dran. Sie hat auch nur Rücken und Brust bedruckt. Ne? Mit einer Gitarre in der Hand. Ganz nett. Dann kommt hier, wie heißt sie? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die Schwester von Gamora. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Nebula. Nebula heißt sie, genau. Hat vorne den Dingens auf dem Sweater drauf, den Thanos und hinten ist drauf die ein Herz tatsächlich. Ich zeig's dir mal, warte mal. Da ist auch noch cool, dass sie auch den Rücken bedruckt hat. Finde ich auch nett. Den Hinterkopf bedruckt hat. Ne, da hat sie den Hinterkopf bedruckt mit ihren kybernetischen Implantaten. Und hinten auf dem Rücken haben wir nochmal Gamora und sie in einem Herz. Schwesterliebe, ne? So ist es. Dann etwas, was ich auch, ja, das ist nicht ganz so übel. Das ist eigentlich ganz, das ist auch so ein Schlüsselmoment eigentlich, finde ich. Ne? Das, wo ich sage, dass das richtig, das, darauf kommt es an. Ne, wir haben hier diese Rüstung. Die Thanos ja an seinem Zufluchtsort, nachdem er den berühmten Fingerschnipper gemacht hat, ja, hinlegt, weil er ja sagt, er will nicht mehr. Er hat jetzt genug gemacht. So. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich ganz cool finde. Gut, man könnte eventuell noch dazu nehmen, hier das Radio. Wundert euch nicht, da sind hier diese einmal zwei Bricks drauf mit diesen Gittern drauf. Die werden einfach nur daneben gestellt. Nur ich wollte sie nicht daneben stellen, weil dann fliegen sie durch die Gegend. Deswegen habe ich sie drauf genoppt. Das sind die Boxen dazu zu dieser Musikanlage. Eigentlich ganz nett. Der Rest, ja, seien wir mal ehrlich, wir haben hier so einen Schlitten angedeutet. Ach, Tulux, diese Zuckerstange da, Blödsinn. Dann diesen Tisch mit Fressalien da drauf und da auch nochmal irgendwie so ein Schlitten-Applikation, ne, dahinter. Das ist alles was für mich nichts mit dem Film zu tun hat. Das hat für mich nichts mit dem Film zu tun. Das ist Dreck. Das kann weg. Das ist nur Filmmaterial. Wahrscheinlich wussten sie nicht, was sie noch da rein tun sollten und haben dann angefangen, mit diesen Applikationen zu arbeiten. Weil machen wir uns nichts vor. Es ist ja so, dass die Guardians, die feiern ja kein Weihnachten. Die feiern ja kein Weihnachten, jedenfalls nicht in einem der Filme. Und wenn ich in einem Franchise unterwegs bin, dann erwarte ich dort ja, das war jetzt bei Harry ja auch nicht so, dass da in dem Harry Potter Kalender, dass dort irgendwas mit Weihnachten aufgegriffen war. Es geht nicht um Weihnachten in diesen Franchises, es geht um den Film.
Und in dem Moment geht es für mich auch darum, dass die halt bei Guardians of the Galaxy entsprechend Schlüsselszenen reinbauen. Vielleicht hätten sie noch einen Yondu mit reingenommen, vielleicht hätten sie noch irgendwie, was ich, doch eine Gamora noch mit dazu genommen. Darum geht es doch. Na? Es geht nicht um, oder wenn er den Orb findet, irgendwie so eine kleine Szene, dann irgendwie vielleicht diese Kammer von dem Orb oder so, wo der Star-Lord das Ding findet, ne? Wäre schon ganz cool gewesen. Diesen Weihnachtskrempel, den sehe ich jetzt, klar, es ist ein Adventskalender, aber den sehe ich jetzt nur als Füllmaterial. Es sind einfachste, billigste Teile, die sie irgendwo rumfliegen hatten, haben die reingeschmissen in der Hoffnung, ja gut, okay, jetzt haben wir halt dann irgendwie, müssen wir die 24 Türchen halt vollkriegen. Also, bei aller Liebe, ne? Das dazu. Aber wir haben noch ein bisschen mehr. Kommt noch. Ich wollte nur das Ding hier aus der Hand legen. Was ich ganz geil finde, ist hier. Kleines Flugzeug. Sieht doch super aus. Mit einfachsten Mitteln so ein kleines Raumschiff hier gebastelt, ne? Total cool. Das ist genauso wie der hier. Das ist dieser Flieger, von den Lego auch in groß hat. Ist doch super. Man sieht sofort, was es ist, wenn man den Film gesehen hat, wenn man mit Guardians oder Marvel generell was zu tun hat, dann sieht man sofort, was es ist. Das ist doch super. Sowas ist okay. Das gehört damit rein. Aber doch nicht sowas. Warum? Ich frage euch, warum? Das weiß ich nicht, was das hier sein soll. Vielleicht wisst ihr es. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch schon zu lange aus dem Film raus. Weiß ich nicht. Was kriegt ihr dabei? Das kriegt ihr dabei, das finde ich auch wieder geil. Das ist doch diese Waffe, die der Rocket zusammenzimmert. Ist doch geil. Da kriegt natürlich der Dings hier, der Rocket kriegt natürlich noch so eine Wumme in die Hand. Und das Coole ist, die kann man ihm sogar in die Hand geben. Ich zeig's mal. Na, guck mal. Na gut, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, mal ein bisschen tiefer machen so. Und schon kann er hier dann. Tada! Piu! Das ist doch super. Finde ich gut. Verstehe ich auch nicht. Was soll das sein? Das ist ein Schritt. Ein Türchen. Ja, hier hat man dann so Truthahn-Zeugs, eine Kiste mit Werkzeug drin, hier nochmal irgendwie so eine Kassette oder so. Hier noch ein bisschen Werkzeug mit Sprengstoff. Ja, das ist wohlgemerkt, das ist ein Türchen. Und die oder das hier. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Wisst ihr das? Was soll das sein? Was hat das mit dem Film zu tun? Wahrscheinlich ist es irgend so eine Kleinigkeit, wo sie vielleicht noch entdeckt haben oder so, ne? Aber sowas ist gut. Sowas ist nicht gut. Ne, das kann auch weg. Schrott. Und dann kommt der größte Lacher der Nation. Sitzt ihr? Gut. Das ist ein Türchen. Das ist ein Türchen. Ihr bekommt in einem Marvel-lizenzierten Adventskalender mit dem Thema Guardians of the Galaxy erhaltet ihr in einem Türchen ausschließlich das. Das ist im einstelligen Cent-Bereich, was ihr da bekommt. Weg damit. Klar. Wenn ihr auf Guardians of the Galaxy steht, wenn ihr die Figuren gerne hättet, schaut, dass ihr, ich verlinke euch, wie gesagt, die Webseite hier von dem Online-Shop, von dem, wo ich es gekauft habe. Da sind sie schon sehr stark rabattiert, finde ich. Es geht bestimmt noch mehr. Schaut bei Brickmerch rein, guckt, ob die Kalender irgendwo rabattiert sind. Und selbst dann würde ich sagen, ist es noch grenzwertig. Tut euch den Gefallen, wenn ihr die Figuren haben wollt, es sind keine 7,5 Figuren wie bei Harry Potter. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Figuren. 5 zu 11,5. Kostet das gleiche, das Set. Stelle ich mir die Frage, wo sind sie abgebrühter? Ich glaube hier. Würde ich sagen. Ohne rot zu werden. Diese 5 Figuren, schaut nach, dass ihr die bei Bricklink bekommt. Wenn ihr sie einzeln haben wollt, wenn ihr euch hinter die Figuren her seid, weil die so diese ugly Sweater drauf haben und so, guckt bei Bricklink rein. Die liegen so zwischen 3 und 5 Euro, die Figur. Jetzt angenommen, ihr kriegt den Kalender nur für 35 Euro. Es sind 5 Figuren. Angenommen, ihr kriegt die für 4 Euro, die Figuren.
Weil irgendwann werden die verramscht. Wenn jetzt die Weihnachtszeit vorbei ist, dann werden die verramscht, die Figuren. So. Und dann seid ihr bei 20 Euro. Immer noch besser, ne? Gucken wir. Das war das. Wir haben auch noch, irgendwo habe ich noch Ersatzteile rumliegen. Warte mal. Sind das die Ersatzteile? Das sind doch die Ersatzteile hier. Ne, ihr kriegt auch wieder diesen ganzen 1x1-Krempel dabei. Weg. Guardians of the Galaxy ist für mich die größte Enttäuschung. Als erstes hatten wir den positivsten. Ich fand es cool, dass sie alle auf diesen Sockeln sind, Harry Potter und so. Ne? Und hier haben wir einfach Grütze. Hier haben sie Schrott. Also meine persönliche Empfehlung, wenn ihr nicht so scharf hinter die Figuren her seid, dass es unbedingt der Kalender sein muss, lasst das. Kauft lieber was Schönes dafür. Ne? Kauft euch was Schönes dafür. Und wenn es nur ein paar Socken sind. Also, Guardians. So, wen haben wir jetzt noch? Star Wars. Nehmen wir Star Wars. Why not? Ich mache mal gerade ein bisschen Platz wieder hier. Mach ein bisschen Platz. Und dann machen wir Star Wars. Ich hole mal eben die Star Wars-Applikation, oder? Wir machen die Friends. Wir machen die Friends. Ich muss ein bisschen gucken, weil ich habe das ja so ein bisschen arrangiert hier. Nehmen wir Friends. Ach, das Ding geht hier dauernd auf. Ich habe das Zeug auf unterschiedliche Baseplates gesetzt. Deswegen muss ich gucken. Ich habe die alle so ein bisschen gestapelt. Gucken wir hier. Schaut mal. Da. Adventskalender. Alles schnucki. Ja, auch hier schön die Szene. Hoppla, da klappt er auf. Und da sieht man dann hier nochmal schön die Szene. Ich zeige es euch nochmal hier. Schön, ne? Ich habe mir tatsächlich jetzt... ich hatte ja noch nie was von Friends in der Hand. Und ich habe tatsächlich, als ich hier bei dem Händler da war, in Castrop-Rauxel, habe ich mir mal Lego Friends mal aufschwatzen lassen. Aufschwatzen allerdings positiv, weil wir haben uns mal wirklich bewusst darüber unterhalten. So fachgesimpelt, ihr kennt das. Und da war es dann so, dass die, er sagte zu mir, guck dir mal die Friends-Gebäude an. Ich hab mir von Friends gekauft das Baumhaus und so einen Häuserzug, also so einen Straßenzug. Guck dir mal die Häuser, sagt er, die Farben sind scheiße. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Recht hat er. Und dann hat er gesagt, guck dir mal jetzt darüber in die City-Ecke. Ja, die Gebäude von City sind scheiße, sagt er. Und da hat er recht. Die Gebäude von City sind Dreck. Die sehen nach nichts aus, die können nichts, da geht nichts ab, überhaupt nichts. Friends haben tatsächlich die besseren Gebäude. Die Friends-Häuser sind tatsächlich die besseren City-Häuser geworden. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das müsst ihr euch mal geben. Ne? Aber Lego hat wohl jetzt angedroht, dass sie Friends jetzt auch für die Jungen etwas umdesignen wollen, damit es nicht nur speziell auf Mädchen ausgerichtet ist. Die wachen langsam auf da. Also, was haben wir hier? Wir haben, das brauchen wir. Das brauchen wir. Ja, das auch. Und das gehört da, glaube ich, auch mit zu. Moment, lass mal gucken. Ist das der? Nee, das ist City. Das ist City. Das ist Star Wars. Das ist, ich komme ganz durcheinander. Das sind die Ersatzteile von Friends. Das sind die Ersatzteile. Gut, ich habe noch ein paar hier drauf getackert. Das stimmt. Ist okay. Aber das sind erstmal die Ersatzteile. Ein paar habe ich drauf getackert. Das habe ich nur in die Tüte reingetan, weil es lässt sich nicht noppen. Es ist ein schöner Stuhl. Warum nicht? Schöne Szenerie. Wir sind hier bei Lego Friends, wohlgemerkt, bei 25 Euro. Ich habe ihn bekommen für 19 Euro. Finde ich. Ist okay. Wir haben ein paar Minifiguren dabei. Wir haben 1, 2, 3, 4 Minifiguren, 5, wenn wir das Rentier mitnehmen, 6, wenn wir hier Olaf den Schneemann mitnehmen. Na, lassen wir ihn raus, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Figürchen. 5 Figuren von einem hauseigenen Franchise. Ist egal, es sind völlig generische Figuren, genau wie bei City. Spielt keine Geige, ist trotzdem cooles Ding. Wir gucken es einmal an. Und da sind auch Sachen bei, die verstehe ich. Hier sind tatsächlich auch Dinge drin, die... Oh, ich habe noch was... Ist das auch? Nee, das ist auch City, ne? Das ist auch City.
Hier sind tatsächlich auch Dinge drin, die, ja, wie soll ich sagen? Friends, in der Friends-Welt gibt es mit Sicherheit Weihnachten. Es ist ja kein Film. Es ist kein Filmzyklus, der irgendwo, wo man sich so ein bisschen dran orientieren muss. Friends geht einfach nur wie City so quasi ums reale Leben. Das heißt, die haben Weihnachten. Das heißt, da macht Weihnachten wieder Sinn als Thema. Bei Marvel, Harry Potter, Star Wars macht Weihnachten in meinen Augen keinen Sinn als Thema. Ja. So. Und nur aufgrund dessen, weil es halt ein Adventskalender ist, muss man da nicht zwangsläufig sowas erzwingen. So. Mehr wollte ich nicht sagen. So, fangen wir mal an. Fangen wir an von rechts nach links. Wir haben einen schönen Hotdog-Stand. Da ist auch ein schönes Hotdog im Brötchen drin. Passt für mich. Schön klein, dezent. Finde ich, da hat man auf jeden Fall etwas Spielspaß. Wir haben dann dort einen kleinen Olaf. Ich nenne ihn Olaf, weil Schneemann finde ich ist zu lang. Das ist Olaf. Ne? Jeder, der Frozen gesehen hat, weiß. Und jeder, der Kinder, Nichten, Neffen, Enkel, was auch immer hat, weiß, das ist Olaf. Ganz einfach. Dann seht ihr daneben eine kleine Kanone. Das ist ein Stud-Shooter. Und damit schießt ihr quasi, ihr seht hier diese Büchsen, das hier, das wird eigentlich hier drauf gestellt, nur es hält dann nicht, deswegen habe ich es hier drauf genoppt. Kann man damit wegschießen, ist wie so eine kleine Dosenwurfbude, wenn man so will. Dann daneben haben wir einen kleinen Schokobrunnen mit zwei Tassen drin, da kann man sich einen schönen heißen Kakao ziehen, super, ne? Dann haben wir hier, oh, die mag ich eigentlich, die Figur, die finde ich cool. Das ist so eine Reporterin oder sowas oder Berichterstatterin, was auch immer. Die Schafe ist auf ihren nächsten Pulitzer-Preis. Ja, die ist eigentlich sehr cool designt. Schöne Beine, also schön die Beine bedruckt. Ne? Hier das Sakko und dergleichen, der Blazer. Ne? Das sieht alles sieht cool aus. Mit Brille, ne? Ist adrett. Kann man nicht anders sagen. Ne? Ist, ich mag die Figur. Schön mit der Kamera in der Hand, auf dem Stativ. Läuft für mich. Da unten ist dann ein Blitzlicht oder was ist es. Oder irgendwie so ein Fluter, womit man dann noch ein bisschen ausleuchten kann. Hier auf der Ecke haben wir ein kleines Mädchen. Ah, ich versuch's. Da, jetzt sieht man's. Ah, da ist er. Nur ein kleines Mädchen. Kann man sich gut in so einer weihnachtlichen Szenerie vorstellen. Das ist einfach... Moment, oh, jetzt muss ich wieder umgreifen. Hey. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht alles hier absegelt. Das da, das ist irgendwie so eine kleine... Ja, was auch immer. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe auch von dem Kartondruck nicht rausbekommen, was es sein soll. Ja. Daneben steht dann so ein Päckchen und irgendwie so ein gelber Brick daneben. Gehört irgendwie mit dazu. Warum auch immer. Das ist so ein kleiner Verkaufsstand. Ne? Da gibt es dann hier irgendwie so Päckchen oder sonst irgendwas. Ne? Ist auch ganz schön gemacht, ganz niedlich. Das ist für mich auch ein Highlight. Dieses kleine Ding, diese kleine Ente oder was das sein soll. Ne? Ganz einfach hergestellt. Paar kleine Mini-Standard-Bricks da dran gehauen und fertig und Plates und dann war's das. Dann hast du sofort hier so ein Tierchen. Die Augen sind bedruckt, natürlich, wir haben ja keine Aufkleber drin. Und auch hinten das mit dem Regenbogen, ne? Das finde ich einfach nett. Das sieht putzig aus. So what? Ne? Da wird sich doch jedes Kind drüber freuen. Finde ich gut. Ich freue mich darüber. Und ich bin 39 Jahre altes Kind. So. Hier haben wir, und das habe ich auch nicht verstanden, hier haben wir eine Weihnachtsrakete. Ich weiß nicht, warum Weihnachtsrakete. Das haben wir in Star Wars. Star Wars würde ich noch nachvollziehen können. Da geht es ja auch um Krieg der Sterne. Ne? Also, aber hier eine Rakete. Warum gibt's? Warum hat man an Weihnachten eine Rakete? Wofür? Gut, könnte ein Spielzeug sein. Das kann sein. Aber ansonsten macht es sogar keinen Sinn. Die Weihnachtsrakete, wenn der Grinch kommt, kann man drauf schießen oder wie? Nee, ist okay. Passt soweit für mich. So, machen wir hier weiter. Ich sage, das Video wird ein bisschen länger. Wir gehen ja auch alle 5 Sets durch. Machen wir. So, da ist eine kleine Schlittschuhbahn, auch sehr putzig. Da hängen dann, da ist die Eisfläche, da hängen ein paar Schlittschuhe. Ne? Da kann man die so ein bisschen drüber über das Eis scheuchen. Da ist wieder eine kleine Figur. Ich versuche sie scharf zu kriegen. Na komm, jetzt, da kommt sie. Ne? Auch ganz niedlich, kann man nichts gegen sagen. Ich mag die Frisur, ne? So diesen Wuschelkopf da, ne? Finde ich absolut sensationell. Kleine Popcornbude, so ein Popcornstand, auch nett. Ne? Man sieht dann schön, wie der Popcorn da drinnen aufpoppt. Und da schön die bedruckte Popcorn-Tüte und so, ne? Und da liegt so ein Geldstück, ne? Auch bedruckt. Ja, genau. Da gibt es irgendwie Eiscreme, Slushy, was auch immer. Ist jetzt bei Weihnachten vielleicht nicht unbedingt die, oder wenn es kalte Jahreszeit ist, nicht unbedingt die beste Wahl. Aber, mein Gott,
Ne, oder gibt es auch Getränke oder so? Da ist so ein kleiner, irgendwie so ein Getränkespender ist da zu sehen, ne, als Druck. Auch ganz schön. Da ist ein, da steht ein Mikrofon auf einem Podest, also auf so einem Stativ, und da auch irgendwie wieder so Kameragedöns, irgendwas. Und da ist dann der Schlitten. Moment, ich komme hier weiter rüber. Da ist dann das Schlitten. Das Coole ist, man kann dann hier etwas ankoppeln. Habe ich das nicht hier irgendwo zum Ankoppeln? Nee. Man kann dann dort etwas ankoppeln, damit man da auch das Zeug transportieren kann, was Santa da ausliefern möchte halt, ne? Der kleine Spediteur. Dem Spediteur ist nichts zu schwören. Und da ist selbstverständlich unser Weihnachtsmann, ganz klar, sieht auch sehr sympathisch aus, der junge Dynamiker mit einem Säckchen dabei, ne? Santa hat immer seinen Sack dabei. Ja. Und da haben wir noch einen Weihnachtsbaum, Päckchen daneben. Daneben ist irgendwie so eine Spielzeugente auf dem Tisch. Ihr seht es. Dann haben wir da ein kleines Lagerfeuer, wo hoffentlich nicht das daneben stehende Rentier einmal gegart wird. Ja. Da ist dann noch ein kleines, wir befinden uns ja auf so einer Art Jahrmarkt. Da haben wir dann hier ein, Moment, das ist so ein Spielfunction. Ne, kann man hier entsprechend mit dem Schlittschuh wird dann angezeigt, wo das Glücksrad hält. Es hat hier tatsächlich eine 50 zu 50 Chance, ist wahrscheinlich nicht so gut bepreist, ne? Aber ja, warum nicht? Da kann man bestimmt schon schöne Sachen machen. So einen schönen Weihnachtsmarkt kann man sich damit sicher schon als Kind vorstellen, tatsächlich. Weil ich kenne es auch so, dass man dann auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben ja einen wunderschönen Waldweihnachtsmarkt in der Nähe, hoffe ich, dass wir dieses Jahr wieder da hingehen können. Da hat man dann auch so kleine Fahrgeschäfte, sogar so ein kleines süßes Karussell, wo man dann die Kinder hinsteckt, ne, während man selber einen Glühwein trinkt und so. Ne. Astrein, empfehle ich jedem. Macht das Ganze dann etwas angenehmer für alle Seiten. Finde ich jetzt nicht unbedingt das schlechteste Set. Also, wenn ich nicht unbedingt ein Franchise-Liebhaber bin, wie für Harry Potter, wie für Guardians, wie für Star Wars, sondern wirklich einfach nur netten Adventskalender für Kinder haben möchte, würde ich tatsächlich sagen, nehmt den. Nehmt Friends. Also ich finde es gut. Ich finde es tatsächlich gut. Man bekommt hier tatsächlich, ich sag mal, eher preis-leistungstechnisch etwas Besseres als bei Marvel in diesem Fall. Kostet weniger, ihr bekommt ihn für, ich sag mal, 19 Euro wahrscheinlich irgendwo. Habt ganz, ganz viele Steine dabei, habt ganz, ganz viele kleine Anregungen dabei und ein paar Figürchen, ja, okay. Ne? Und dann kann man sich da schöne Szenerie bauen. Das ist so gut. Das gefällt mir. Also würde ich sagen, nehmt Friends. Wenn es nicht Marvel, Star Wars oder genau. Marvel, Star Wars und was war das letzte? Marvel, Star Wars? Harry Potter. Harry Potter. So. Geht auch weg. Und jetzt kommen wir zu. Was nehmen wir? Fangen wir an? Sollen wir mit City anfangen? Fangen wir mit City an. Fangen wir mit City an. Ah, City. City. Das ist Karton. Adventkalender. 24 Gifts sind drin. Und auch hier diese schöne kleine Szenerie, die man da unten sieht, an dem zugefrorenen See, finde ich halt immer so diese romantische Vorstellung, finde ich eigentlich ganz nett. Ne, wenn man dann in einem kleinen verschneiten Dörfchen ist, wo man dann oder Kleinstadt ist, wo man dann noch so ein, was ich, so ein Dorfteich hat, der dann zugefroren ist, wo die Kinder dann so wie und Schneebälle und was weiß ich nicht alles. Ne? Das finde ich an sich ganz cool. So, wundert euch nicht, dass ich habe nur kann nicht so viele Baseplates, deswegen habe ich hier eine große nehmen, wo beides drauf ist. Kriegen wir aber hin. Da ist Star Wars jetzt drauf und ne? Ihr wisst schon. City. Wir haben in diesem City Set 25 Euro, 24,99. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, mit Pferd 7, mit Vogelscheuche 8. Gehen wir mal von 6 Minifiguren aus. Machen wir 6,5 draus. Kompromiss. 6,5. 6,5 Minifiguren. Die sind natürlich völlig generisch. Die sind nichts wert. Seien wir ehrlich, die werden nichts wert sein. Die werden auch in Zukunft, die waren nichts wert, die werden in Zukunft nichts wert sein. Die sind einfach nur nett, um eine Stadt zu beleben. Das ist eigentlich ganz cool.
Ne? Man hat Kinder dabei, man hat Erwachsene dabei, man hat hier verschiedenste Charaktere, man hat einen Weihnachtsmann natürlich dabei. Also die braucht man halt, um ein bisschen so Leben in seine City-Landschaft zu kriegen. So. Dann gucken wir mal. Ach, komme ich mit der großen Plate hier an, du. Mit der großen Baseplate. So, ich versuche mal gerade, ich muss die Namen ablesen. Sorry, ich muss die Namen ablesen. Na, machen wir es so. Das müsste sein als erstes Race. Mit Z geschrieben. Na. Ach, ich muss mehr kippen. Damit er nicht mein makelloses Profil erwischt. Das ist Race. Mit Z geschrieben, hat einen Schal rum, schöne bedruckte Beine und Oberkörper, keine Arme bedruckt, Rücken ist auch bedruckt, soweit ich das sehen kann. Ja, entsprechend mit einem Sweater oder Jacke oder was er hat. Blaue Haare finde ich eigentlich ganz cool. Und hier ein Besen in der Hand. Ja, mal ein bisschen Schnee räumen und so, warum nicht? Sportliche Betätigung. Hier ist ein schönes Klavier, ganz einfach designt. Die mittlere Kerze gehört da nicht drauf, die habe ich da drauf gestellt, weil war halt über Ersatzteil. Und ja, bedruckte Klaviatur und eine kleine Miezekatze dabei. Ich mag keine Katzen, ihr wisst es, aber sie ist halt dabei und deswegen setze ich sie mit dazu. Hier ist ein kleines Hü. Oh, ich muss es ein bisschen mal, so werdet ihr ja seekrank. Hier haben wir ein kleines Weihnachtsnest, warum auch immer. Wir haben hier schön mit Sternchen eingefasst ein größeres Ei. Ich finde das ganz witzig, dass das Ei größer ist als die Henne. Wesentlich größer. Vielleicht hat es auch einfach nur das Nest eines Vogelstraußes entsprechend annektiert und fühlt sich jetzt verantwortlich für dieses Ei. Hier ist eine kleine Laterne. Die Laterne finde ich cool. Die kann man auch so in die City-Landschaft reinstellen. Finde ich eigentlich ganz nett. Genauso wie den Briefkasten daneben. Ist auch ganz cool. Da kommen wieder zwei Figuren. Das Mädel rechts mit der Laterne, das ist die, ich muss es ablesen, das ist Maddie. Und der Propellerjunge ist Billy, Billy Boy. Der hat einen Brief dabei, wird er wahrscheinlich in den Briefkasten schmeißen, trifft Maddie und sie beide gehen zusammen zum Laternenumzug. Ich weiß es nicht, guck mal, habe ich schon eine Spielszene für, dürft ihr gerne nehmen, ist es kein Copyright drauf. Dürft ihr gerne nehmen, diese Anregung, passt schon. Hier ist eine kleine Spielzeugeisenbahn, die ist auch ganz nett, die mag ich auch. Ist ganz cool. Wenn ich es noch scharf kriegen würde, fände ich es noch viel, 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 viel cooler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, du. Ne? Da haben wir die Spielzeugeisenbahn. Da ist irgendwie so ein. Boah, jetzt stoße ich ja meine Halterung an. Wartet mal. Da ist dann ein kleiner Schneemann. Da sind Schlittschuhe. Da ist dann so ein kleiner Beutel, also wo die Schlittschuhe drin sind. Dahinter ist ein bisschen Eis. Ja, kleine Szenerie. So what? Ach Gottchen. Ich habe auch eine super Navigation hier. Wir haben hier den rechten mit dem Schnurrbart. Ganz netten, sympathischen Typ, der einen Apfel in der Hand hält, wie eine Pistole. Das ist Mr. Produce. Ich habe gehört, er ist ein ganz sympathischer Kerl, der mit vielen Vitaminen handelt und er sieht auch sehr seriös aus. Also netter Kerl. Wird wahrscheinlich so eine Art Ladenverkäufer sein auf seiner Schürze da, ne? Vielleicht Obstverkäufer. Oder so, ne? Warum ist die Banane krumm? Keine Ahnung, bin ich Obsthändler? Er weiß es bestimmt. Mr. Produce, der weiß es. Wer ist das? Tippi. Der sieht aus wie so ein Portier oder sowas. Ne? So einem, der so immer hilfsbereit an einem Hoteleingang steht und den Leuten den Weg weist. Ne? Irgendwie sowas. Dann haben wir da ein kleines Pony, ein Pony. Und dort mit einem kleinen wahrscheinlich Heuballen oder was dabei zum Fressen. Ne? Muss ja nicht leben wie ein Tier. Und dann kommt was für den süßen Zahn. Wir haben da einen Tisch mit einer mehrstöckigen Torte, schöne Kaffeetasse daneben, sehr schön, damit es besser rutscht. Die Vogelscheuche finde ich scharf. Sage ich ganz offen. Die Mütze kenne ich, die war schon in den Jago Gardens mit dabei. Sehr cool. Vogelscheuche, die finde ich richtig gut. Die gefällt mir. Die finde ich scharf. Schön einfach. Macht Freude. Da haben wir irgendwie so einen Keksstand. Da werden irgendwie so Schokocookies werden da verteilt. Sehr cool. Schöner kleiner Weihnachtsbaum. Mit den Wedgeplates designt. Paar Trans-Studs damit rein. Ne? Trans-Yellow, Trans-Red. Ne? Und dann obendrauf noch eine kleine Figürchen in Gold. So als Stern. Und dann passt das. Sieht wunderbar aus. Vogelhäuschen. Finde ich auch scharf. Finde ich auch sehr geil. Kleines Vögelchen davor. Ne? Kann man auch sicher wunderbar in einen Bauernhof oder so integrieren. Ganz cool. Da unten ist ein kleines Schachbrett. Habe ich da was falsch gemacht? Oh, ich habe das Schachbrett falsch gemustert. Ja, egal. Leben am Limit, ihr wisst ja. Habe ich das Schachbrett, das Damebrett oder was ist, stehen die Steine daneben.
Auch nett. Da haben wir noch irgendwie so ein Feuerchen mit ein paar Marshmallows daneben. So sehe ich es. Also für mich sind es Marshmallows, die da geröstet werden über dem Lagerfeuer. Und dann kommt selbstverständlich der Santa mit seiner Karotte, die er braucht, um die Rentiere anzufeuern. Und die müssen ja auch nicht leben wie Tiere. Sind wir da mal eben schnell durchgehuscht. Ich muss sagen, City gefällt mir neben Friends tatsächlich besser. Also für mich an erster Stelle Harry Potter, ich halte fest. Ne? Best of. Harry Potter für mich ganz oben, weil ich einfach auch Potter finde ich cool, ne? Und es waren schöne Erinnerungen an die Filme und so, passt für mich. Dann kam für mich Friends, definitiv. Dann City. Und ganz zum Schluss käme jetzt natürlich, jetzt kommt noch Star Wars. Der kommt da noch mit rein, weil da sind auch ein paar Sachen bei, die verstehe ich nicht so ganz. Wir sprechen aber gleich drüber. Und ganz zum Schluss dann Marvel. So, Star Wars. Kommen wir zum Star Wars. Ach, da ist er. Ich zeige ihn euch kurz. Wir haben hier verschiedenste Dinger drauf. Ne? Man sieht ja hier auch wie heißt er? Darth Vader mit seinem Hawaii-Hemd an, ne? C-3PO und R2 mit entsprechendem Ugly-Sweater, jeweils von dem anderen bedruckt, ne? Oder mit dem anderen bedruckt. Ne? Da ist irgendwie noch so ein komischer Druide unterwegs. Ne? Rückseite finde ich ein bisschen actiongeladener. Da sieht man schon so kleine Szenerien, die man da aufstellen kann, ne? Mit den Flugzeugen hier und da. Die kleinen Raumschiffe, die sind leider alle nicht noppbar. Das finde ich halt echt doof. Mag ich nicht. Möchte ich nicht. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Das sind die paar Ersatzteile, die ihr noch bei City dabei habt. Ne? City. So. Das sind die Ersatzteile für hier Star Wars. Ne? Auch okay. Ach, ich habe noch was unterschlagen. Ich habe noch was unterschlagen. Haha, City. Wir haben noch. Ja. Ich weiß nicht, wieso er dabei ist, aber ich finde nicht schlimm. Ich finde nicht schlimm, dass er dabei ist. Wir haben einen kleinen Hubschrauber. Ne? Der Weihnachtshubschrauber bringt Geschenke. Und wir haben Moment hier. War das auch City? Ja, das war auch City. Wir haben ein Schaukelpferd. Das schaukelt noch nicht wirklich. Ne? Das fällt halt um. Obwohl, ah doch, es schaukelt. Er schaukelt. Perfekt. Der Schaukelpferd. Und wir haben. Das ist auch die Weihnachtsrakete. Warte mal. Lass doch mal eben gucken. Ich glaube, das war auch mit dabei. Ja, das war auch mit dabei. Wir haben auch nochmal eine Weihnachtsrakete. Wieso auch immer. Wieso auch immer wir in. Vielleicht ist auch ein Spielzeug. Vielleicht ist einfach ein Spielzeug. Kann auch sein. Und wir haben einmal hier den. Das ist Santas Hovercraft-Schlitten. Da hinten der Anhänger dran für die ganzen Präsente. Kann man leider nichts festnoppen, finde ich echt schade. Und ansonsten kann man damit durch die Gegend düsen. Ne? Santa Claus. Und jetzt kommen wir hier zu Star Wars. Drehe ich das mal. Ich fange mal mit meinen Highlights an, die ich so richtig cool finde. Die liegen jetzt daneben so ein bisschen. Raumschiffe. Raumschiffe finde ich cool. Schaut euch diesen kleinen TIE Kommando Fighter irgendwas Gedöns an. Finde ich sehr cool gemacht. Man erkennt sofort, was es ist. Man erkennt sofort, was es ist und darauf kommt es an. Das ist genauso wie der hier, dieses Gunship. Ja? Und ich sage euch eins, das kleine Ding hier sieht tausendmal geiler aus als das große Ding von Lego, was dann mehrere hundert Euro kostet. Oder? Seid ihr anderer Meinung? Finde ich es klasse. Dann haben wir natürlich hier noch, und den habe ich sogar hier noch, den habe ich oben stehen noch, in groß, den B-Wing. Der ist natürlich auch geil. B-Wing, ikonische Form. Ja, kennt man natürlich nur, wenn man sich auch mit der Materie natürlich beschäftigt. Ist jetzt nicht so ganz so ikonisch wie ein TIE Fighter, wie ein X-Wing. Oder hier die Käse-Ecke hier, den, oder die Nacho-Ecke hier, den Sternzerstörer. Sondern hier der hier. Ja, den kennt man ja. So. Hier ist eine Fähre. Na, da kann man dann auch die Flügel so hochbiegen. Jupp. Ja. Auch gut. Wir haben hier auch ein kleines Raumschiff. Auch nochmal so einer. So ein kleiner Abfangjäger oder was das sein soll. Wenn ihr genau wisst, welches Raumschiff das sein soll, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Sehr cool.
Das waren so die Sachen, die abseits der Baseplate hier stehen. Wir haben in Star Wars Adventskalender haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Minifiguren haben wir. 7 Minifiguren. Na? Wir gehen's durch und dann haben wir es gleich geschafft. Einmal nochmal Zähne zusammenbeißen, dann haben wir es geschafft. Ich möchte ja, dass ihr guten Gewissens eure Adventskalender kauft. Hier unten ist ein kleines Raumschiff. Es sieht für mich aus wie ein kleiner Sternzerstörer oder wie ein, es ist eigentlich ein Sternzerstörer, so wie ich das so sehe, ne? Würde ich fast behaupten. Ne? Ah, ich habe was vergessen. Hier, das ist auch ein Schritt hier, was ich ein bisschen lächerlich finde. So eine Kommunikationsphalanx ist das. Ne, dann haben wir dort nach links diesen kleinen Sternzerstörer oder vielleicht ist es auch ein, kann ich mir auch vorstellen, es könnte auch so ein, wie heißen die? So ein Snowspeeder sein oder so. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil wir sind ja im Schnee unterwegs. Das könnte auch so ein Snowspeeder sein. Ja. Der dann eben beim AT-AT, die mit den Stahlkabeln da die Beine verzurrt. Ne? Hier ist ein kleiner Verteidigungsturm, ne, von den Rebellen. Was das sein soll, weiß ich nicht ganz. Da ist auf jeden Fall eine Schippe drin, ein Eimer und irgendwie so mit ein paar Slopes irgendwas zusammengezimmertes. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das sieht aus wie Luke. Ne? Wo er dann ja unterwegs ist, ne? Auf Hoth, ne? dem Eisplaneten da, ne? Und dann die mit seinem Schwert da durch die Gegend rennt. Ne? Auch die bedruckte Beine finde ich sehr cool. Ne? Die Skimaske oder was er da auf hat hier, den Sichtschutz, den finde ich auch sehr geil. Den kann man sogar noch, wenn man den nicht im Gesicht haben möchte, kann man ihn sich an der Mütze festmachen. Da gibt es auch entsprechende Vertiefungen für die Aufnahmen dafür. Das hier habe ich da so hingestellt, das ist auch ein kleines Raumschiff. Warte mal, ich gehe mal näher ran. Das ist auch ein kleines Raumschiff, das steht jetzt auf den Antriebsdüsen. Normalerweise müsste der jetzt quasi um 90 Grad gedreht sein. Ne? Dann haben wir da noch einen kleinen Speeder, was immer das ist, so einen kleinen Flitzer, kleines Raumschiff. Dann haben wir hier so einen First Order Sturmtruppler. Auch cool, bedruckte Beine, finde ich auch sehr nett. Ne? Der Kopf darunter ist absolut generisch. Das ist total uninteressant. Aber die haben eh alle die Helme auf. Die sehen eh alle generisch aus. Davon ganz ab. Dann hier so einen schönen kleinen Droiden, einen Kampfdroiden. Aus erstes Mal gesehen in Episode 1. Für mich immer noch der unterschätzteste Star Wars Film ever. Ja. Dann kommt Darth Vader mit bedruckten Armen sogar, Beinen, Rücken und Brust mit diesem wunderschönen Hawaii-Motiv. Sehr cool. Dann ist das hier, habe ich auch nicht so ganz verstanden, das ist so ein Weihnachtsdruide. Ich finde, der hat da nichts drin zu suchen. Das ist so blöd eigentlich, weil, ne, woher wissen die in einer weit, weit entfernten Galaxie, dass es Weihnachten ist? Was ja nachweislich, glaube ich, eher so ein Ding ist, was wir hier kennen. Hier so einen kleinen AT-ST, den ich sehr geil finde. Schön klein gemacht mit ein paar kleinen Teilchen. Man sieht sofort, dass es so ein Chicken Walker ist, so ein AT-ST. Ja. Das ist eine kleine Szene. Das ist diese Szene, ihr erinnert euch, in Episode 5 am Anfang auf dem Eisplaneten. Da kommt Luke doch abhanden und landet in dieser Höhle von dieser Bestie und hängt dann dort an einer Decke. Das ist genau diese Höhle. Unten ist so ein Knochen dran, hängen Eiszapfen oben und unten. Ne? Diese Geschichten. Und ihr wisst ja, anschließend hat ja Han Solo ihn gefunden und damit beide nicht erfrieren, nimmt er das Laserschwert von Luke und schneidet so das Reittier, glaube ich, auf, damit die sich in den Gedärmen wärmen können. Da ist der kleine Landspeeder von Luke. Auch sehr schick. Finde ich super. Klein, fein, fertig. Das macht Spaß. Da hast du dann sofort wieder die Szene vor Augen, wo er da über Tatooine düst mit dem Ding. Ne? Dann ist dort noch ein kleiner, da sind das zwei Figuren. Einmal hier so ein, was ist das? Auch so ein Eistypi irgendwas gedönst. Der hat bedruckte Beine, bedruckte Brust und Rücken. Sehr cool. C3PO mit einem Ugly Sweater und vorne aufgedruckt R2D2. Natürlich, Beine auch bedruckt. Sehr schön. Was das für eine Szenerie ist, weiß ich nicht. Das Graue also dieses graue Tor mit rechts diesem Stud-Shooter dran. In der Kiste davor liegen die roten Stats, die man dort einführen kann und damit abschießen kann. Ich weiß nicht wofür. Keine Ahnung.
Sagt es mir bitte, wenn ihr es wisst. Da ist auch eine Verteidigungseinrichtung. Na, damit kann man auch schießen. Also jetzt nicht Stud-Shooter oder so, sondern es ist einfach nur, das ist so eine Verteidigungseinrichtung, womit dann wahrscheinlich dann gefeuert wird. Oder es ist eine Kommunikationseinrichtung, kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie sowas. Und zu guter Letzt natürlich unser Druide der Herzen, R2-D2. Ihr habt wahrscheinlich schon 1000 Stück davon. Aber er hat vorne halt das Rebellenlogo aufgedruckt auf dem Ugly Sweater und hinten drauf ein Gesicht von, ich zeige ihn euch nochmal, von C3PO. So, und damit hätten wir es auch. Also, bleiben wir mal kurz, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Die Adventskalender sind zu teuer. Punkt. Das ist erstmal so das Wichtigste. Die Adventskalender sind zu teuer für das, was ihr bekommt tatsächlich. Wenn ihr scharf auf die Figuren seid von Guardians, kauft euch die Figuren so. Tut euch das nicht an, unterstützt Lego nicht, indem ihr den scheiß Kalender kauft. Geht bei Bricklink rein, sucht euch einen seriösen Händler und kauft die Figuren da so. Wenn ihr scharf auf die Dinger seid, dann ist das in Ordnung. Ja? Alles andere, macht es nicht. Macht es nicht. Für mich, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, meine Hitliste. An erster Stelle haben wir Harry Potter in meinen Augen. Ich finde, jede Szene, also jedes Objekt, was in einer der 24 Türchen drin ist, spiegelt, man hat sofort eine Szene von einem Film aus dem Harry Potter Franchise irgendwo vor Augen. Und das finde ich richtig und wichtig. Und ich muss da keinen Weihnachtsschnickschnack drin haben. Es ist ein Adventskalender, vollkommen richtig. Und es wurde auch schon Weihnachten in einem der Harry Potter Filme oder mehreren Harry Potter Filmen auch gefeiert. Auch richtig. Haben sie da aber drauf verzichtet. Und ich finde, das funktioniert. Das funktioniert. Jedes einzelne Objekt gibt tatsächlich so ein Bild vor Augen, so einen kleinen Impuls von wegen, ah, da war ja die Szene, ja stimmt, wo er dann da an dem, wo die Dementoren dann da, ne, passt. Ast rein. Super umgesetzt. Zu teuer. Aber super umgesetzt. Guckt, dass ihr ihn rabattiert bekommt. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Shop. Und dann guckt euch das da an. Dann an nächster Stelle, ganz klar für mich, Friends. Ganz klar, Friends. Weihnachtsthematik passt rein. Es sind nette Kleinigkeiten dabei, womit man sich so ein bisschen, was weiß ich, einen schönen Marktplatz oder so oder mit einem weihnachtlichen Flair und so beleben kann. Das funktioniert. Das ist genau richtig dafür, wenn man sowas haben möchte. Friends, aber dann auch nur... Also als Standalone, nein, funktioniert das nicht. Wenn ich das ergänzen kann in meine City-Welt, in meine Friends-Welt, perfekt. Ich muss auch nicht unbedingt die Figuren da drin haben. Wenn ich eine City-Welt habe und möchte nur die Objekte da drin haben, die ich dann in meine City-Welt übernehme, passt für mich. Auch mit den Farben. Weihnachten ist kitschig. Punkt. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Weihnachten ist kitschig, da dürfen auch verrückte Farben drin sein. Passt für mich. Ist okay. City. Dicht gefolgt von City. Ganz dicht gefolgt. Gleiches Spielchen. Wir haben hier ein paar nette Figuren drin. Völlig generisch, beleben aber eure Stadt. Passt. Ist okay. Paar Kleinigkeiten drin. Ich sag mal, hier so ein Briefkasten, ne? Oder hier dann so diese kleinen Stände und so, wo man was kaufen kann. Ne? Den Hotdog-Stand und so. Warum nicht? Haut's mir bei euch rein. Erweitert es. Macht einen Marktplatz oder eine Festwiese, wo ihr dann eure Weihnachtsszenerie macht. Wie so eine Krippe. Funktioniert. Ast rein. Dann fehlt nur noch Star Wars. Star Wars. Ich weiß nicht, warum man Weihnachten mit Star Wars machen muss. Also vielmehr das Star Wars Franchise hier den kleinen Todesstern als Christbaumkugel finde ich ganz neckisch. Aber wofür? Haben sie bei Harry Potter auch nicht gemacht. Haben sie auch kein Weihnachten eingebaut. Es ist ein Adventskalender. Lass ich gelten. Aber es hat doch mit dem Franchise nichts zu tun. Ist Fakt. Also ich habe keinen Star Wars gesehen, wo es um Weihnachten geht. Macht doch lieber hier diese schönen Kleinigkeiten hier. Macht so ein Battle Gunship hier. Ist super. Ne? Man weiß, was es ist. Man freut sich drüber. Man hat sofort die Szenen vor Augen, wo das Ding in Episode 2 dann rumdüst. Ne? Von den First Order Sturmtrupplern hier, zack, 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 ne, von den Klonarmeen hier, zack, werden die Leute abgesetzt, ne, dann kommt der Yoda um die Ecke, ne, der sich noch mit Count Dooku anlegt und so, ist doch klasse. Sowas hier braucht man. Ja, paar nette Figuren dabei, ne, ist okay. Aber übrigens, der Darth Vader hat sogar Schwimmflossen dabei, habe ich gar nicht erwähnt, der hat sogar Schwimmflossen dabei, die habe ich hinten nur angetackert, damit sie nicht durch die Gegend fliegen. Weiß ich auch nicht warum. Egal.
Aber ansonsten würde das definitiv dann kommen, ne, an vierter Stelle. Und das Schlusslicht bildet ganz eindeutig Guardians of the Galaxy. Leute, lasst die Finger davon. Kauft diesen Dreck nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld. Schaut, dass ihr, wenn ihr die Figuren haben wollt, schaut, dass ihr euch die einzeln kauft. Ihr bekommt in keinster Weise teilemäßig einen Gegenwert dafür. Und ihr wollt mir doch nicht allen Ernstes sagen, dass ihr, ich sag mal, auf solche Teile hier unbedingt, dass ihr die unbedingt braucht. Nein. Es ist Müll. Es ist eindeutig Müll. Kauft die Figuren einzeln und alle Welt ist glücklich. Oder ihr bekommt ihn, weil er vielleicht so schlecht läuft, bekommt ihr ihn auch dann irgendwann für, ja gut, die werden ja nicht mehr produziert dann, ne? Irgendwann, es gibt immer Bekloppte, die das kaufen. Verstehe ich nicht. Kauft diesen scheiß Guardians nicht. Kauft euch die Figuren einzeln. Ihr macht euch nicht unglücklich. Ihr macht euch einfach nicht unglücklich. Na, ich zeige euch nochmal. Das hier ist Referenz dafür, was ihr da bekommt. Die Plate ist meine. Die ist nicht mit drin. Sowas bekommt ihr für 35 Euro. Wenn ihr die Figuren wegnehmt, seid ihr vielleicht in einem 5-Euro-Wert an Teilen. Wenn überhaupt. Aber ich will euch ja nicht die Laune verderben. Weihnachten soll Spaß machen, Adventskalender machen Spaß und ich werde jetzt demnächst, die nächsten Tage werde ich Spaß haben, das alles wieder hier einzupacken in die Kalender. Und ja, ich hoffe, ihr lasst euch von meiner Enthüllung will ich jetzt nicht sagen, von meiner Vorstellung jetzt nicht unbedingt so die Laune verhageln, möchte ich nicht. Ich hoffe, ich will, dass ihr Spaß hier habt und ich freue mich drauf, wenn es euch denn gefallen hat. Es ist ein langes Video geworden, wir sind jetzt gerade bei 1:11. Es ist ein langes Video geworden, ich werde Timestamps setzen, damit ihr direkt zu den einzelnen Sets springen könnt. Macht das Beste draus, kauft natürlich das, wenn ihr sagt, okay, ich kann es vertreten, dann kauft es natürlich. Ich will euch nicht davon abhalten. Ich will euch nicht davon abhalten, euch glücklich zu machen. Ich will euch nicht davon abhalten, euch unglücklich zu machen. Ich will euch einfach nur sagen, sowas bekommt ihr bei Guardians of the Galaxy im Adventskalender. Machen wir so. Ne? Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bereitet schön die Adventszeit vor. Ne? Schon mal hier so, ne? Ist ja alles schon so erhältlich, schön Lebkuchen einkaufen und so. Ne? Und Spekulatius. Ganz wichtig. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen, einen Kommentar da, ein Abo vor allen Dingen und ansonsten kommt auch gerne mal bei Twitch vorbei oder auf Instagram. Würde mich sehr freuen, von euch zu lesen und von euch zu hören vor allen Dingen. Und wir gehen dann hin und machen demnächst wieder was Nettes. Morgen Abend, was heißt morgen Abend, da kann ich gar nicht sagen, weil das Video kommt ja heute nicht, aber ich bin auf jeden Fall immer montags, mittwochs und freitags live auf Twitch unterwegs. Ansonsten wie gesagt, guckt auf dem Instagram-Account, da erfahrt ihr immer alle News. Ne? Und wir reden vielleicht nicht über Bausteine oder über andere Themen. Das machen wir. Und in dem Sinne hätte ich gesagt, macht euch noch eine schöne Zeit, baut was Schönes und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ich melde mich ab. Tschüss.